So, hier ist mal wieder der Manuel, heute Manuel unterwegs. Ich gehe jetzt einfach mal von mir zur U-Bahn und werde einfach mal so ein bisschen über die Wahlplakate herziehen, die ja mich auf dem Weg zur U-Bahn jeden Tag belästigen. Hier haben wir mal das erste von den Freien Wählern. Stark für Bayern, wahnsinnig viel Aussage. Und das Foto kann man garantiert bei Fotolia kaufen, das werde ich nochmal recherchieren. Da muss man wahrscheinlich einfach nur glückliche Familie eingeben. Also die Werbeagentur erfüllt wieder alle Klischees, die man so lernen kann. Echter Respekt. Freie Wähler, ihr habt es drauf. Dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier schon das nächste Plakat. Die sind bei mir in der Straße ziemlich aktiv. Und zwar ist es die Bayern-Partei. Die kennen wahrscheinlich viele von euch gar nicht. Hier sieht man so das krasse Logo mit dem Wappen, auch hier so dieser altertümliche Schriftzug. Und was haben die hier so für Slogan? Ja, einmal sind die gegen Verbote. Da ist ja schon mal gar nichts Schlechtes eigentlich dran, aber das ist natürlich nur Rattenfängerei, die Alternative zum Verbotsstaat. Und was haben wir hier noch? Und auch dieses genug gezahlt hier mit dem Eurozeichen. Da versuchen die natürlich ganz klar, ja, so eurokritische Menschen so ein bisschen einzufangen. Komische Partei auf jeden Fall. Naja, wir gehen mal weiter. Ein Werbeplakat, Wahlplakat, ist genau das gleiche wie ein Wahlplakat. Hier der große Hüpfburg-Spaß. Das ist tausendmal sinnvoller wie so ein Wahlplakat. Naja, jetzt mache ich mal kurz aus. Ich melde mich gleich nochmal wieder, wenn ich vorne an der U-Bahn bin. Da sind dann wieder wahnsinnig viele Plakate. Bis dann, tschüss. So, da bin ich wieder. Gleich hier vorne haben wir noch eins gefunden. Es wird wahrscheinlich, man wird noch lange von dieser Kampagne sprechen, ein Ministerpräsident, der Wort hält. Super, oder? Da gibt es auch im Internet so eine lustige Seite. Ein Ministerpräsident, der das Maul hält, dann hat er dann anstatt dem Wort Wort das Wort Maul. Der Gauweiler spricht. Sieht man aber nie was in den Medien, denn ich glaube, wenn der so öffentlich auftritt, sollte man das gar nicht immer öffentlich zeigen. Manchmal aus. Oh, und hier haben wir schon so die Follow-up-Geschichte. Uwe gibt uns sein Wort für den Mindestlohn und dann zwei so schlecht lachende Idioten, die sich auf so einem Plakat abbilden lassen. Naja, und gegenüber einer auch meiner Favoriten im Moment, der Lotte. Ja, Lotte spricht's an. Hier, cool. Seht ihr das mit dem Mikrofon? Immer im Hintergrund so nichtssagend oder unscharf. Leider habe ich dem sein erstes Plakat verpasst. Das hieß nämlich Lotte kommt. Und auf dem Plakat war er selber drauf, wie er so marschiert und eines seiner Plakate in der Hand hält. Also auch wahnsinnig krass. Naja, Herr Lotte, was haben wir hier noch? Ja, nochmal der Lotte. So ein Lottchen. Naja, dann haben wir hier die Piraten, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Briefgeheimnis auch fürs Internet. Finde ich jetzt wenigstens optisch mal gar nicht so schlecht gemacht. Schaut aber auch so ein bisschen aus wie so ein Werbeplakat für den neuen 300-Film. Also für die Piraten ein bisschen übertrieben. Die finde ich auch süß hier, dass die hier so Kinder schon auf ihre Plakate nehmen. Zuhören statt abhören. Das ist natürlich auch so ganz billig, so aktuelle Themen einfach mal in so einen Slogan gepackt. Aber was man dagegen machen soll, haben die doch eh überhaupt keine Ahnung. Und hier das Mädchen, tut mir echt leid. Keine Ahnung, wer das ist. Gut, dann haben wir hier ein bisschen was von den Grünen. Also ihr seht schon, bei mir ist das Spektakel groß. Prämien will ich nicht am Herd bekommen, wenn hier so eine Mutti. Das ist echt schrecklich. Hier wird gerade noch nebenbei der Markt abgebaut. Wieder mal die Bayernpartei. Mogelt sich wieder mitten rein. So, jetzt machen wir mal aus und gucken, was wir vorne noch finden. Ich muss sagen, ich bin selber überrascht. Genau, das hängt noch. Das ist so der größte Witz, finde ich. Zuhören statt abhören. Diese Vorträge und dann einfach mal den armen Snowden hier reingepackt. Also nach dem Motto, hey, die Fresse kennt man aus dem Internet. Den hauen wir jetzt auf ein Plakat. Ja, und hier links haben wir auch, wie passend, links die Linke. Haben sich auch mal so ein Plakat reserviert. Hier ist die Linke. Sieht man gleich hinter so einem Baucontainer, wo das Klo ist. Da haben die sich halt positioniert. So, ich gehe zum Einkaufen und Geld. Und der ist so schlecht, da bin ich jetzt extra nochmal, habe ich jetzt extra nochmal die Straße gewechselt. Aber ich starte jetzt erst einmal mit der alten hier. Weil die ist auch voll schlecht.
kriege ich irgendwie lichtmäßig besser hin. Wird schwierig. Ah, okay. Für faire Miete statt Rendite. Dann hier sind Omachen und du? Fragezeichen. Hier haben wir nochmal diese Herdkampagne. Und jetzt mein Highlight. Das ist echt das ärmste Würstchen hier auf dem ganzen Platz. Und zwar der Herr, wie heißt er? Der Jersey Montag. Ja, das, und hier sieht man halt nichts von Grün, außer dass das halt dieses dumme grüne und du Logo ist. Aber sein Spruch, für Freiheit und Recht streite ich. Tolles Wortspiel. Und über dieses Wortspiel freut er sich am meisten selber. Dieses aufgesetzte, bitte hau mir eins in die Fresse lachen. Aber gut, so ist es halt auch, so ein Plakat. Mein Highlight hier an der U-Bahn-Station. So, jetzt muss ich wieder weiter. Für dich habe ich die Straße gewechselt, merkt euch das. Jetzt habe ich ungefähr das coolste Video gerade aufgenommen über meinen Lieblingspolitiker von der ÖDP und ich habe nicht auf Aufnahme geklickt, so eine Scheiße. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Ich stehe jetzt hier an der Uni, wollte für euch auch nochmal ein bisschen hier Sightseeing machen. Hier da hinten sieht man die Feldherrnhalle am Odeonsplatz. Rechts davon wäre die Theatinerkirche. Und auf der anderen Seite, jetzt müssen wir hier am Fahrstuhl vorbei, sonst wäre ich noch zusammengefahren, haben wir eben das Siegestor. Wir befinden uns jetzt auf der Ludwigstraße und auf der anderen Seite wäre es dann eben die Leopoldstraße, also wenn man durch dieses Tor durchfährt. Hier bin ich jetzt wie gesagt an der Uni, direkt Geschwister-Scholl-Platz. Und hier ist so mein Favorit. Da gab es ja auch schon einen Post von mir im Internet. ÖDP. Ehrliche Politik ist wählbar. Ja? Das sind also schon gleich drei Fehler auf einmal, wie ein Überraschungsei. Gleich drei Dinge auf einmal. Und was ich ganz cool finde, das kommt nicht von mir, aber irgendjemand hat diesem Herrn, wie heißt der Herr, den Herrn Frankenberger, ein Tattoo auf die Stirn verpasst. Ich enthalte mich mal meiner Stimme. Dann ansonsten ÖDP. Ökologisch-demokratische Partei, das ist eh so ein komisches Wort. Diese ganzen Ausdrücke, das ist alles so lächerlich. Naja, hier, man muss natürlich auch zeigen, was man unter der Haube hat. Ja, so ist das hier im wunderschönen München. Und mein Motto ist ja, ihr pflastert meine Stadt mit Wahlplakaten zu, also mache ich euch in Videos lächerlich. Und, jetzt bin ich mal wieder fast zu Hause und da fällt mir dieser Herr auf. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie der Klopp, dieser Trainer, da findet ihr nicht. Und da frage ich mich, was zum Teufel haben die Grünen mit Freiheit zu tun? Mehr Freiheit wagen. Diese schlechten Slogan, ja, die eh unhaltbar sind für diese Politiker, mich kotzt es richtig an. Für Freiheit und Recht streite ich, den kennen wir schon, passt dann natürlich zusammen. Und zu guter Letzt, und dann war es das auch für heute, habe ich jetzt hier von meinen persönlichen Freunden, den Freien Wählern, mit ihren Fotolia-Bildern noch ein richtig schickes gefunden. Und zwar hier, Freie Wähler, Bildung ist Zukunft. Und da sieht man dann auch wieder diese netten Fotolia-Kinder hinten mit so einer Tafel. Liste 3, Bildung ist Zukunft. Für unser Schulsystem treten die wahrscheinlich ein, haben von Kindern und Bildung wahrscheinlich genauso wenig Ahnung wie von Werbekampagnen. Aber gut, so viel soll sein. Hier nochmal, Bildung ist Zukunft, Freie Wähler. Allein Freie Wähler, ja, so ein Widerspruch in sich schon wieder. Das sind alles Paradoxen, die ihr hier seht. Das ist ungefähr genauso wie Trauerfeier. Ja, in sich schon ein Paradoxum. Freie Wähler, freie Politik, ehrliche Politik. Das ist doch genauso wie soziale Marktwirtschaft. Naja, hier nochmal die Bayernpartei zum Abschluss. Den hatten wir auch noch nicht, weil Bayern es auch alleine kann. Ja. Aber garantiert nicht mit der Bayernpartei. Das soll es gewesen sein. Euer Manuel. Wahlplakate, die mir am Arsch gehen. Bis dann.